Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo. Wir sind im Erlebnispark Schloss Thurn. Ja, genau, wir sind immer noch auf Tour und waren heute Vormittag im Freizeitland Geiselwind. Der Vlog sollte schon online sein, verlinke ich euch mal irgendwo. Und jetzt im Erlebnispark Schloss Thurn. Wir wissen gar nicht genau, was uns erwartet. Es war auch eher ein spontaner Einfall. Aber hier stehen zwei Butterflies und eine Achterbahn, sowie ganz viele andere Fahrgeschäfte. Ich habe gerade schon gesehen, um 15 Uhr findet hier so eine Rittershow statt. Die findet jetzt in 10 Minuten statt. Vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht nicht. Müssen wir mal schauen. Eigentlich wollen wir auch erst die Achterbahn wegfahren. Dafür sind wir nämlich eigentlich hier. Kulanterweise haben wir irgendwie jetzt auch Rabatt auf den Eintritt bekommen. Aber ungewollterweise, also der hat uns einfach ein bisschen weniger berechnet. Fanden wir sehr cool, weil der Eintritt für Erwachsene kostet 31 Euro. Und das für drei Achterbahnen, also wir haben uns vorher die Preise halt nicht angeguckt. Ja. Wäre schon hart gewesen, von daher sind wir da sehr dankbar für und zeigen euch dann heute mal, was es alles so gibt. Ich kann euch schon mal sagen, VR-Autoscooter, VR-Achterbahn, zwei Butterflies und was sonst noch, das seht ihr gleich. Viel Spaß! Das Ritterturnier fängt jetzt gleich an. Wir laufen gerade unter der Tribüne her, setzen uns gleich oben mal hin und lassen uns mal überraschen, was uns da erwartet. Jetzt die Rittershow angeguckt und das war richtig cool, muss ich sagen. Das Ganze ging jetzt auch eine gute halbe Stunde, würde ich mal behaupten. Ja. Und ja, es war ein Ritterturnier. Es ging natürlich um die Krone und um die Prinzessin. Und ja, für Kinder, glaube ich, sehr, sehr cool, oder? Aber es wurde geschummelt. Ja, es wurde geschummelt. Wir waren die böse Seite. Ja, also ihr werdet aufgeteilt, das Publikum. Ja. Zwischen gute und böse Seite. Ja. Und die böse Seite schummelt auch zwischendurch. Ja. Weil es sind ja die Bösen, aber die gute Seite hat am Ende nur gewonnen, weil die geschummelt haben. Ja, die haben zwei gegen einen gekämpft. Das war voll unfair. Ja. Aber die Show war trotzdem sehr cool. Wir schauen uns jetzt mal nach den Achterbahnen und den Attraktionen um. Ja. Mein Gott, nochmal. Und gucken mal, hier ist die Achterbahn schon. Ich kann sie schon sehen. Dino Lino VR Ride. Ob da jetzt ein VR gefahren wird oder nicht, das werden wir gleich mal sehen. Okay, bei mir ist eine Kutsche. Ui! Oh, jede will. Oh! Hier! Du fliegst bestimmt oder so, ne? Ja. Oh, hier ist ganz warm. Was war das denn? Da war Feuer und dann muss warm. Oh. 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 Oh! Ey, der Frosch hat mein Pferd gegessen! Ich hab kein Pferd mehr! Oh! Ey! Oh! Da ist ein Ritter! Oh Gott! Ah! Hallo, wer bist du denn? Juhu! Oh. Ich auch, aber ich will dann das andere. Ja, ich auch. Ei, bin jetzt im Schloss. Das war geil. Echt schon schrotten, ne? Noch nicht. Virtual Reality in einer Achterbahn. Ihr denkt, das geht nicht? Falsch gedacht. Hier in Schloss Thurn gibt es eine Achterbahn. Ja, da gibt es VR-Brillen. Wir sind gerade zwei Runden gefahren. Es gibt zwei verschiedene Filme. Einmal etwas mit Hexen und einmal mit einer Kutsche durch so ein Fantasiereich.
Beide sehr, sehr cool. Ich muss sagen, das macht die Fahrt deutlich attraktiver. Ja. Gerade weil das hier ein Standard-Layout ist. Ne? Also es ist ein Standard-Familien-Kinder-Layout. Durch diese VR-Experience, ihr wisst halt während der VR-Brille gar nicht mehr, wo ihr langfahrt. Also auch so ein Standard-Layout, da denkt ihr dann auf einmal wegen der Brille, ihr fahrt rechts und fahrt doch wieder links. Und dadurch macht die Fahrt einfach, es ist viel interessanter, viel intensiver und viel, viel lustiger. Wir lachen uns dabei immer kaputt. Es war sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Also gute Idee. Ich kann mir vorstellen, dass es an vollen Tagen halt ein bisschen schwierig ist mit den Brillen, weil die ein bisschen Zeit brauchen, um die neu zu kalibrieren. Dann geht das eine nicht das andere. Das kennt man ja, es hat ja immer irgendwas etwas. Aber an sich eine richtig coole Idee, die wir halt jetzt an so einem leeren Tag richtig cool testen konnten. Wir sind angekommen an den beiden Butterflies, mussten uns glaube ich ein bisschen beeilen, weil die Show echt lange ging. Und wir ja jetzt auch zwei Runden Achterbahn gefahren sind. Butterfly 1 da, Butterfly 2 hier. Und wir counten die mal eben schnell weg, weil dann haben wir nämlich alle. Ich sitze im ersten, jetzt muss er nur noch hochfahren. Tut er. Ja! Sehr gut. Dann schauen wir das Ganze mal an. Der andere fährt auch. Sind beide, glaube ich, kleine, ja. Aber ist ja kein Problem. Sleen bleibt erstmal unten, weil ich die gleich noch operaten muss von außen. Und dann geht's jetzt los. Hui! Hoppa! Schön. Oh, here we go. Juhu! Hey! Was? Echt? Zwei von zwei, beziehungsweise drei von drei. Check. Und damit haben wir es, ne? Ja. Darf mir jetzt schon den obligatorischen geben. Sehr cool. Gib mir 0,5er Linse und oh Gott. Full Count. Oh, schön hier, ehrlich. Jetzt habe ich Spaß. Hui, schön. Wir rutschen jetzt eine Runde, Freunde, mit dem Wasserbob. Ich merke gerade, ich muss den Akku noch mal wechseln. Das sind die Rutschen hier, da gehen wir jetzt drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh je. Oh. Ich bin stehen geblieben. Ah. Ei. Bin stecken geblieben. Ja, ich bin nicht losgekommen. Ja gut, stehen geblieben bin ich da auch noch nie bei den Dingern. Aber es gibt immer ein erstes Mal, ne? Damit hat Celine auch gewonnen, mit Abstand. Aber ich glaube, euch ist das Video ganz cool geworden, weil man Celine halt vorne drauf sieht. So kann ich mir laufen. Wir gucken jetzt, dass wir rüberkommen in die Westernstadt. Da gibt es auch eine Wasserbahn und einen VR-Autoscooter. Und das möchten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. So, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil der Park nicht mehr ganz so lange auf hat. Der erste Eindruck ist aber viel für Familien, viel für Kinder. Genau, und wir machen jetzt auf dem Weg in die Westernstadt, da gibt es nämlich noch den VR-Scooter und eben auch die Wildwasserbahn. Ich glaube auch noch ein bisschen was anderes. Filmen wir auch noch ein paar Dinge für euch. Aber wie gesagt, ich finde das hier gerade im Vergleich zu Geiselwind vom Aufbau, von der Struktur deutlich schöner, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil das war jetzt echt eine spontane Idee, die wir umgesetzt haben für die drei Achterbahnen und der Park hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Ich stehe jetzt vor der Wildwasserbahn, ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Ja, ich werde mich da drauf begeben, es ist jetzt nicht ganz so warm, auch wenn die Sonne scheint. Den ganzen Tag über war es sehr, sehr kalt, deswegen bleibt Celine jetzt mal draußen. Ich schaue mir das Ganze einmal an. Sieht auch relativ kurz aus dem Standard-Layout. Und dann gucken wir mal, wie nass wir werden. Drin. Er sagte, vorne wird nicht ganz so nass. Wir schauen das Ganze mal an. Ich habe mich jetzt in die Mitte gesetzt. Oh, nein. Bitte fahr schneller. Oh, nein. Bitte fahr schneller. Ja, Glück gehabt. Glück gehabt. Sonst hätte ich richtig die Arschkarte. Das war anders, wenn das hier wäre. Aber es hat Glück. Oh, alles gut, alles gut. Alles super. Eieiei, das war der erste, der ging schon mal. So, dann schauen wir doch mal. Die nass wir werden, hoffentlich nicht ganz so. Oh je. Oh Gott.
Kann man mitleben. Zeig's euch einmal. Es ist okay. Wasserbahn hinter uns gebracht. Der nächste Grad war okay. Ich glaube, es ist gut, dass Celine draußen geblieben ist. Celine ist ein bisschen am Schwächeln. Ja, wir sind jetzt schon seit einer Woche unterwegs und Celine ist ein bisschen erkältet. Dem Wetter ist es geschuldet, was wir in den letzten Tagen hatten. Aber gut, es ist ja auch nur noch ein Tag morgen und da haben wir wahrscheinlich noch zwei Freizeitparks vor uns. Und dann geht's noch ins Stadion zum VfL aus Bochum, der aktuell noch mit 0 Punkten dasteht. Ich hoffe, das hat sich geändert zu dem Zeitpunkt, wo das Video online kommt. Drückt uns mal die Daumen. Hoffentlich. Wir laufen jetzt zum VR-Autoscooter. Ich hoffe, der hat noch geöffnet, weil wir haben schon 4:45 und um 5 Uhr machen die Attraktionen hier alle zu. Dann haben wir aber, glaube ich, auch alles, was ich euch zeigen wollte, / wir ausprobieren wollten, gemacht. Die Westernstadt ist ganz schön, die ist einfach nur wie leergefegt gerade, weil wir, glaube ich, mit 10 anderen Leuten einzigen im Park hier sind. Ich muss sagen, es ist so viel los. Ja, das stimmt. Da sind wir. Leute, wir haben es geschafft. Wir sitzen im VR-Coaster oder im VR-Scooter. So, ich hoffe, ihr seht noch irgendwas oder so und dann geht es gleich bestimmt los. Oh. Oh. Wer ist er denn? Ist was geworden. Wir sind gerade VR-Autoscooter gefahren. Also mal was ganz, ganz Neues. Und ich muss sagen, es war ganz cool. Ja, ihr seht die anderen Wagen auch während des Spiels. Also die anderen Wagen müssen auch irgendwo einen Tracking-Point haben, sodass sie euch immer aus dem Weg gehen können. Und dann geht es darum, Punkte zu sammeln, indem ihr Münzen sammelt. Dann ändert sich nochmal das Bild und es geht irgendwie gegen Aliens oder so. Das habe ich nicht ganz verstanden. Es war aber verdammt cool, muss ich sagen. Die haben halt super viele VR-Brillen da stehen. Die Qualität der Filme ist wirklich in Ordnung, oder? Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil eigentlich fahre ich nicht so gerne Autoscooter, aber so ist mal ganz lustig. Ja. Und ist auch nicht so schlimm, wenn man nicht so schnell fährt tatsächlich, weil es halt echt interessant ist. Und es geht halt nicht ums Rahmen, sondern wie gesagt um diese VR-Experience. So, das war es aus dem Erlebnispark Schloss Thurn. Es war schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein mega schöner, kleiner Freizeitpark. Ja. Vor allem, es hat super begonnen. Wir konnten ja direkt die Rittershow sehen. Die solltet ihr auch nicht verpassen, ja. Das war echt ziemlich cool. Ja, das stimmt. Auch die Attraktion an sich. Also die Niffel Counter habt ihr jetzt bei Butterflies und eine Achterbahn. Und ich fand dieses VR auf der Achterbahn echt gut. Gibt es ja beispielsweise auch im Phantasialand. Da gefällt es uns auch sehr gut. Ja. Es ist halt gerade so für Achterbahnen, die jetzt nicht so über die Geschwindigkeit kommen, über die Umschwünge, also über Achterbahnen, die eher familienfreundlich sind. Ich finde, da ist es eine Aufwertung. Ne? Ja, definitiv. Also da macht es auf jeden Fall mehr Spaß mit VR als ohne. Ja, definitiv. Also mir hat der Park auch sehr gut gefallen. Die Wasserbahn war auch schön. Wie gesagt, viel VR hier. Also hier sind so ein bisschen auch mal, also hier hat sich ein Park mal getraut, sag ich es mal so. Ne? Ein kleinerer Park hat sich mal getraut mit VR und fand ich auch ganz gut. Wir können sich beurteilen, wie das läuft an vollen Tagen. Ob das dann eine reinste Katastrophe ist oder ob es geht. Jetzt war es ziemlich leer. Genau, also jetzt haben die halt auf uns gewartet, damit wir einsteigen konnten. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen vom Erlebnispark Schloss Thurn. Ich arbeite natürlich noch ein paar weitere Videos über den Park für euch aus. Bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann.